Was geht ab, Leute? Euer Koste hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr es im Titel schon entnommen habt, im heutigen Video geht es mal wieder um eure Fragen. Ihr habt mir eure Fragen per Instagram geschickt oder unter meine letzten Videos gestellt und diese Fragen werde ich im heutigen Video mal wieder beantworten. Und wir starten wie immer nach einem kurzen Intro. An dieser Stelle würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben gebt. Und alle Leute, die mich gefragt haben wegen dem T-Shirt hier, ich werde am Ende des Videos auf jeden Fall noch mal kurz was dazu sagen, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende drin für alle Leute, die daran eventuell Interesse haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit einer sehr entspannten Frage an und zwar ist die von dem User 1001 Tobi. Beste Netflix-Serie. Also all-time beste Netflix-Serie und beste Serie insgesamt für mich persönlich Breaking Bad. Also ich habe noch nie was Besseres gesehen. Breaking Bad ist meine absolute Nummer 1. Aber aktuell gucke ich Ozark, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Also es gibt 3 Staffeln und ich bin jetzt bei der 2. fast durch. Und die ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr brutal. Deswegen, falls ihr gerade nichts zu gucken habt, Ozark definitiv abchecken. Die nächste Frage ist von dem User LukaBLC. Yeezy 700, noch ein stabiler Schuh oder eher Krise? Ich finde, der Yeezy ist einfach mittlerweile sowas von ausgelutscht. Deswegen interessiert es mich auch gar nicht mehr, welcher Yeezy rauskommt, wie aktuell der Stand der Dinge ist. Also ich bin bei Yeezy komplett raus. Und ja, ich finde einfach, mittlerweile hat das auf jeden Fall an Hype nachgelassen. Und ich glaube, der Schuh ist auch aktuell gar nicht mehr so gefragt, wie er es am Anfang mal war. Also ich denke, marketingtechnisch ist da eine Menge schiefgelaufen. Hätte auf jeden Fall besser laufen können, aber ich glaube, da haben sie auf jeden Fall so ein bisschen verkackt, weil da viel zu viel kam. Und ja, irgendwann war der Reiz dann, glaube ich, einfach weg, so einen Schuh haben zu wollen. Und von daher, meiner Meinung nach, eher Krise bei dem Schuh. D.Mela90 fragt, was denkst du über Louboutin für Männer? Ich sag mal so, früher aus der Partyszene kennt man Louboutin wirklich immer bei diesen Proleten oder bei diesen Fußballspielern oder bei wem auch immer. Also Louboutin, sage ich jetzt mal, meiner Meinung nach ähnlich mit Philipp Plein, der totale Protzscheiß. Also ich persönlich habe noch nie Gefallen an Louboutin gefunden. Ja, ich finde, es ist einfach echt so ein Proletenschuh. Also es tragen wirklich immer nur Fußballspieler, die keinen Plan haben von Style, die einfach nur zeigen wollen, dass sie Kohle haben. Oh, rote Sohle, da weiß jeder Louboutin. Deswegen, ich setze es auf jeden Fall gleich mit Philipp Plein, was gleichzeitig bedeutet, nicht cool. BeneStGR fragt, wie kamst du zum Fashion Game? Da habe ich noch eine ähnliche Frage und zwar von EyubG-. In welchem Alter hast du dein Interesse für Fashion entdeckt? Ich denke, das kann man auf jeden Fall beides gleichzeitig beantworten. Dazu kann ich sagen, dass ich schon im Alter von, boah, ich weiß nicht, ich glaube 13, 14 oder so, meine Mutter hatte eine Nähmaschine damals, weil die so ein bisschen genäht hat und schon in dem Alter habe ich angefangen, meine Hosen quasi so ein bisschen umzugestalten, jetzt einfach nur die Nähte anders zu gestalten oder diese Rips in die Jeans reinzumachen. Also schon da habe ich wirklich angefangen, meine Klamotten zu ändern und damals habe ich mich schon immer so ein bisschen für Mode interessiert, sage ich jetzt mal, in dem Alter von 13, 14. Da war noch so dieses Fubu-Zeitalter und Echo Unlimited und Spliffy und wie der ganze Scheiß heißt. Ich weiß gar nicht, ob das vielen von den jüngeren Leuten überhaupt was sagt. Also das war eher so die Gangster-Rapper-Zeit, 50 Cent-Ära und Co. Also da habe ich schon immer darauf geachtet, dass ich mich cool kleide. Und ja, da hat das, glaube ich, alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Also ich hatte immer Interesse an Mode, immer Interesse, mich cool zu kleiden, cooler zu kleiden als andere in meinen Augen dann. Man hat natürlich den einen oder anderen Trend mitgemacht, den man im Nachhinein, wenn man so alte Fotos sieht, wo man sich so sagt, Junge, was war eigentlich los mit dir? Aber zu der Zeit war es dann halt immer cool. Also das hat bei mir definitiv sehr früh angefangen, dass ich schon ein großes Interesse für Mode hatte. Historiker82 fragt Auswirkungen von Corona auf Style und Mode. Und hierzu gibt es noch eine Frage von SebastianGomez.99. Das erste, was du nach Corona machen wirst. Also, Auswirkungen von Corona auf Style und Mode. Also meine Mode während dieser Corona-Zeit ist übertrieben gemütlich geworden. Ich hatte ja auch mal ein Video gemacht, wo ich Chill-Outfits vorgestellt habe. Das habe ich nicht zum Spaß gemacht, sondern das habe ich gemacht, weil in dieser Zeit ich persönlich vermehrt extrem viel auf so Tracksuits und Jogger und Co. umgestiegen bin. Weil man weiß einfach, beispielsweise jetzt bei mir, ich gehe zur Arbeit, ich bin im Büro, ich weiß, ich habe keine Termine, nichts. Ich gehe nicht aus dem Büro raus, sondern nur ins Büro und wieder nach Hause. Und von daher habe ich
in dieser Zeit wirklich extrem gechillt, was meine Looks angeht. Immer sehr gemütlich, immer sehr komfortabel. Ich denke, die meisten von euch ebenso, weil man einfach weiß, man muss jetzt nirgendwo hin einkaufen. Klar kannst du auch in diesen chilligen Outfits. Selbst da sollte man natürlich darauf achten, dass diese chilligen Looks cool sind. Also ich persönlich achte drauf. Und das Erste, was du nach Corona machen wirst, Köftespieß. Was sonst, Bruder? John-CK fragt, Meinung zu den Vorwürfen der neuen Peso-Kollektion. Ich habe das Ganze natürlich verfolgt, habe die Videos gesehen, fand es dann auch gut, dass Justin beispielsweise ein Statement zu der ganzen Sache abgegeben hat, hat das ja auch alles relativ gut und plausibel erklärt, sage ich jetzt mal. Und allgemein kann man einfach zu dem Thema sagen, in der Mode erfindet so gut wie niemand etwas neu, weil es gibt Mode einfach schon seit zig Jahren und was willst du da neu erfinden? Also alles, was man so sieht auf dem Markt, das gibt es irgendwo schon. Natürlich lässt sich jeder Designer oder sonst was, der lässt sich irgendwo inspirieren. Und natürlich ist es klar, dass irgendwo wiederum Parallelen zu irgendwas auftauchen. Also egal, welchen Designer ihr euch anguckt, der holt sich irgendwo seine Inspiration. Der erfindet das Rad nicht neu. Von daher finde ich diese Vorwürfe, klar, so mit diesem Root-Thema, klar geht das schon in die ähnliche Richtung teilweise. Aber es hat dennoch seinen eigenen Touch, finde ich einfach. Und diese Vorwürfe, wie gesagt, fand es gut, dass er sich dazu geäußert hat, das erklärt hat, da haben die Leute ja auch drauf gewartet. Es ist einfach so in der Mode. Jeder holt sich irgendwo seine Inspiration. Ähnlichkeiten wirst du immer finden, weil ja, es ist halt einfach begrenzt, die Ideen, sage ich jetzt mal. Und deswegen findet man wirklich überall Parallelen zu anderen Marken, also bei Marken, die in dieselbe Richtung gehen, sage ich jetzt mal, gibt es immer wieder Parallelen und von daher kann man nicht sagen, dass Sachen geklaut sind oder nicht. Man lässt sich einfach woanders inspirieren. Ich denke, das macht jeder Designer so. Von daher, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu der Sache. Vincenzo-98 fragt, Meinung zu 250 Euro Uhren von Armani? Dazu muss ich sagen, die finde ich komplett überflüssig. Ja, also entweder holt man sich eine wirklich anständige Uhr, damit meine ich dann irgendwie sowas wie Seiko, Omega, Rolex oder sonst irgendwas. Oder man holt sich einfach eine günstigere Uhr, die einem aus modetechnischen Gründen gefällt. Aber diese ganzen Uhren, auch so Gucci-Uhren für 800, 900 Euro, völlig überflüssig. Kann ich auf jeden Fall nicht verstehen, wieso Leute dafür so viel Geld ausgeben. IMXRitz- fragt, bei High-Top-Sneakern die Skinny Jeans in die Schuhe oder wie bei Chelsea Boots über die Schuhe, LG. In die Schuhe auf gar keinen Fall. Wenn dann über die Schuhe oder halt umkrempeln, dass die auf den Schuhen stackt. Also in die Schuhe auf gar keinen Fall. Das sieht meistens immer beschissen aus. Kannst du auch direkt die Hose in die Socken stecken. Sieht genauso beschissen aus. EduXRD fragt, woher der Kontakt mit Virgil Abloh? Kontakt kann man das nicht wirklich nennen. Also man schreibt sich ab und zu bei Insta Direct, aber jetzt auch keine Romane oder sonst irgendwas. Und der Erstkontakt ist damals entstanden, weil ein Kollege von mir, der Chiki, der hatte den auf einer Party gebucht in Köln als DJ damals. Das war noch so ein bisschen vor der Zeit, bevor dieser ganze Virgil Abloh-Hype da war. Da haben wir den quasi kennengelernt, mehr oder weniger. Und da ist auch dieses Foto hier zum Beispiel entstanden. Und ja, dann irgendwann kam das so mit diesen Direct Messages und das war's auch eigentlich. Also man kann jetzt nicht sagen, wir sind die heftigsten Homies oder sonst irgendwas. Und that's it. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Irfan-Key20 fragt, was machst du außer Instagram und YouTube beruflich? Nichts. Also Instagram und YouTube, also ich würde mal sagen, Instagram ist theoretisch mein Hauptberuf in dem Sinne. Ich bin selbstständig, als ja, Creator kann man es nennen. Das Wort Influencer mag ich nicht wirklich. Und darüber hinaus mache ich nichts. Seit 2,5 bis 3 Jahren circa, da habe ich mich selbstständig damit gemacht. Und das ist mein Hauptberuf. Viele von euch können das sicherlich nicht einschätzen so wirklich, aber es ist mehr Arbeit, als man denken mag. Und ja, damit beschäftige ich mich tagtäglich. Jakob Chakmak- fragt, wie starte ich mein eigenes Modelabel von Null? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die man hier in so einem Video nicht mal eben beantworten kann. Also dazu müsste man richtig, richtig weit ausholen. Falls euch das interessiert, dieses Thema, kann man darüber auf jeden Fall mal sprechen. Schreibt das gerne in die Kommentare, falls euch das interessiert. Aber das kann man so mal eben definitiv nicht beantworten. Und wir schließen das Ganze mal mit der Frage von
Tahir-Omari, Einnahmen als Instagram-Influencer? Das ist auch so eine Frage, die kann man pauschal gar nicht beantworten. Also das ist wie in jeder anderen Selbstständigkeit. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ob ich jetzt Influencer, wie auch immer, oder Handwerker bin, du bist immer abhängig von den Kunden quasi. Also wenn dich keiner bucht, verdienst du mit Instagram gar kein Geld. Bei YouTube ist es wiederum so, dass dich theoretisch keine Brand oder Marke buchen muss, denn du kannst durch Klicks ebenfalls Geld generieren. In meinem Fall ist das jetzt ultra, ultra wenig. Es sind knapp 100 Euro, sage ich jetzt mal, bis 150 Euro durch YouTube, wovon man natürlich nicht leben kann. Dann gibt es so Affiliate-Geschichten, wo man noch ein bisschen mitverdient, aber das ist jetzt auch nicht wirklich erwähnenswert. Aber bei Instagram als Influencer, sage ich jetzt mal, ist es wie in jedem anderen selbstständigen Job. Du musst gebucht werden von Brands und dadurch bekommst du halt Aufträge, die dann manchmal bezahlt sind, manchmal unbezahlt, je nachdem. Und dadurch kannst du dein Geld verdienen. Also es heißt nicht, dass jeder Influencer so und so viel Geld verdient, weil es halt davon abhängig ist, wie viele Marken mit ihm zusammenarbeiten und so weiter und so fort. So Leute, dann würde ich sagen, waren das fürs heutige Video genug Fragen. Es waren noch viel mehr, aber ich habe mir jetzt die rausgepickt und im nächsten Video packe ich dann auf jeden Fall noch ein paar weitere Fragen rein. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem T-Shirt und ich muss vorab sagen, normalerweise würde ich keinen Restock machen, weil ich da eigentlich kein Fan von bin. Aber es haben mir ohne Scheiß so viele Menschen einfach geschrieben bezüglich dieses T-Shirts hier. Und ich agiere bei diesem T-Shirt, sage ich jetzt mal, nicht als Brand, sondern einfach als Person, die dieses T-Shirt eigentlich nur für ein YouTube-Video gemacht hat. Und deswegen will ich einfach wirklich, dass so viele Menschen wie möglich die Chance haben, dieses T-Shirt zu bekommen. Ohne Scheiß, ich habe ein Foto geschickt bekommen, wo Leute das T-Shirt bei eBay Kleinanzeigen für den doppelten Preis verkauft haben, wo ich mir gedacht habe, Alter, ist nicht euer Ernst. Und deswegen dachte ich mir, du musst safe einen Restock machen, weil ich einfach will, dass jeder von euch die Chance hat, dieses T-Shirt zu bekommen. Und deswegen wird es morgen, also Sonntag um 12 Uhr, Seite findet ihr wie immer unten in der Infobox und da könnt ihr dieses T-Shirt dann nochmal kaufen. Für alle Leute, die Fragen haben zu der Größe, also auf der Seite ist eigentlich alles gut beschrieben, aber ich zeige euch das noch einmal. Ich bin 1,80 groß, wiege 79 Kilo und trage Größe XL. Für einen Oversized-Look empfehle ich wirklich XL. Beim ersten Drop haben viele Leute M bestellt und haben gesagt, ey, das ist ein bisschen zu klein. Also für alle Männer da draußen, bestellt wirklich mindestens Größe L, damit ihr einfach einen lockeren Fit habt. Weil Größe M sieht einfach ein bisschen zu tight aus. Also L bzw. XL würde ich auf jeden Fall empfehlen, damit es einen coolen Oversized-Look hat. Und Größe M und S ist wirklich meiner Meinung nach, es sei denn, ihr seid wirklich sehr klein und sehr schmal, dann vielleicht. Aber ansonsten sind das eher Frauengrößen. Also ich empfehle auf jeden Fall L oder XL. Und ja, morgen 12 Uhr, 25. Sonntag, 12 Uhr auf der Seite, die ihr unten in der Infobox findet. Und dann habt ihr die Chance, nochmal das T-Shirt zu kaufen. Ja, ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.